Hallo, ihr schönen Menschen da draußen. Und du. Ich komme jetzt mal gerade zu euch. Ich habe ja längere Zeit kein Video gemacht, weil ich hatte nicht so ein richtiges Thema und ich habe jetzt gerade was Aktuelles. Da dachte ich mir, das zeige ich euch einfach mal, weil das ist sehr schön. Vielleicht die andere, oder für den einen oder den anderen eine Anregung. Okay, also pass auf. Ich habe mir den Stanwell Vanille geholt. Ne? Ist für mich ein sehr schöner Vanilletabak mit einem sehr angenehmen Raumduft. Und für 6,50 Euro finde ich den richtig vom Preis-Leistungs-Verhältnis richtig gut. Im Gegensatz zu manchen, die nicht so toll sind und so ein Push schon bis zu 8, 9 Euro kostet. Das kurz dazu. Ja, dann war ich heute beim Woolworths gewesen. Wir versuchen jetzt alle Englisch zu sprechen. Ich sage lieber Woolworth, das bin ich so gewöhnt von früher und das hat für mich schöne Erinnerungen, das Wort Woolworth. Also ich war beim Woolworth gewesen und da habe ich mich sehr überrascht gefühlt. Es gibt ja immer zu Weihnachten manchmal so Tabaksdosen, so runde Tabaksdosen und die finde ich immer recht nett. Eins, was mich am meisten stört, ist, dass da immer dann drauf steht, Rauchen schadet ihre Gesundheit oder wir sterben ganz, ganz, ganz früh. Das gefiel mir gar nicht. Und da habe ich eben drei Dosen gefunden. Und zwar sind das diese Dosen hier. Das ist genau, wie es diese Schmuckdosen zu Weihnachten gibt. Halt in Smiley-Form. Und die fand ich total süß. Und die kosten nur 1 Euro. Die dichten auch richtig gut ab. Die dichten so gut ab, dass ich gar nicht aufkriege. So Scheiß. Ach, geht doch. Also so sehen die dann von innen aus. Und ich finde, wer vielleicht noch irgendwie mal eine andere Art von Tabaksdose sucht zur Aufbewahrung, beim Walmart gibt es die halt gerade für 1 Euro und ich finde die sehr schick, besonders das passt auch schön dazu, ne? Irgendwie so von farblichen her. Und ich denke mal, wenn man eine Tabaksdose hat, dann sagt schon die Tabaksdose allein schon, was drin ist, was Leckeres. Und es steht nicht drauf, dass wir davon alle sterben. Gut, das wäre es dazu. Also wie gesagt, das sind die schönen Dosen. Und für 1 Euro finde ich die nicht so teuer. Finde ich eine richtig gute Idee. Wer einen Woolworth in der Nähe hat und dem sie gefallen, ist vielleicht eine Anregung, da mal schauen, ob er noch welche bekommt. Gut, dann wünsche ich noch gut Rauch. Ich wünsche es mir auch. Bis dann. Tschüss.